einladen, so Füße. Ich weiß nicht, ob ihr auch welche habt. Die können einem manchmal ganz schön auf den Geist gehen, wie zum Beispiel mir in meinen Sportschuhen. Aber ansonsten eine gute Entwicklung für schiefe Füße. Ich habe ja einen Knick, ich habe ja einen Senkfuß, so heißt er ja. Wenn es so nach innen geht, also mein. Wie soll man das jetzt sagen, Mann? Ich weiß nicht, wie man das jetzt sagen soll, dass es verständlich klingt. Also die es wissen, was ein Senkfuß ist, das ist ein. Ich habe einen Senkfuß und alle, die nicht wissen, was ein Senkfuß ist, ich habe einen Senkfuß und die wissen nicht, was das ist. Nein, ich habe selber keine Ahnung. Wie soll ich das jetzt erklären? Oh, das ist kacke. Wie erklärt man am besten einen Senkfuß? Vielleicht erklärt ihr das Wort schon. Also der Fuß ist so ein bisschen, wie soll ich sagen, der geht zum. Also der Fuß geht so ein bisschen nach rechts, also ich mach das gerade bei mir selber, der Knöchel ist so ein bisschen nach links verschoben, also der ist nicht ganz mittig vom Fuß, ist er ja sowieso nicht, aber er ist ein bisschen weiter links bei mir, sodass der sozusagen ein bisschen weiter absenkt, also den Fuß ein bisschen weiter absenkt. Ja? Dazu. Ich muss das auch gleich wieder rausschneiden. Ich werde das heute auch noch alles ändern, dass ich das in Leon gleich mitgeben kann. Bei Bartosz treffe ich ja leider nicht mehr an. Das hat sich ja leider erledigt. Spielen werden wir wahrscheinlich noch ein bisschen zusammen, vielleicht auch together, aber ansonsten hat sich das erstmal erledigt. Also mal gucken, beim überhaupt noch mal was machen. Wir wollten ja auch Call of Duty noch machen, aber das hat sich ja dann auch erledigt. Dadurch, dass er leider im Multiplayer gebannt wurde, warum auch immer. Ach, steht schon da. Ich dachte, ja, ich habe gedacht, eine reicht, aber nee, wir brauchen noch zwei. Haben wir uns mal. Ja, hallo Spinnies. Alter, wie viel Kobbel wir haben. Wir können ja dann auch den Lagerraum auch noch beliebig erweitern, nach hinten durch, bis wir da zur Ritze kommen. Ritze, er hat Ritze gesagt. Ja, müssen wir dann mal gucken. Aber erstmal sollte der Lagerraum ausreichen. Erstmal ein Lagerraum für unnötige, also erstmal eine Truhe für unnötige Sachen, für die ganzen richtigen Erze. Und dann was auch schon. So, ich sollte eigentlich auch Impftweaks haben wir drin, ne? Dann können wir das nicht so gut ordnen. Hol ich mich erstmal bis drüben durch. Dürfen wir ja jetzt schon rauskommen nach dem hier, ja. Ja, los, komm, wir müssen noch den Keller fertig kriegen. Danach gebe ich auch Ruhe. Auch schnell ganz Erde rausheben hier. Das wäre auch Effektivität richtig bei dir. Einfach einmal durch die ganze Erde durch. So. Und noch einmal alles rausheben. Wir nämlich da einen platzieren und da eine und dann werde ich hier noch einen tiefer machen müssen. Das dürfte eigentlich passen. Ah, ich bin noch ein bisschen verwirrt. Wenn das nicht klappt, dann müssen wir mal gucken, wie wir es am besten machen. Dann müssen wir vielleicht noch einen runtergehen. Oder das machen wir dann halt eben dann im nächsten Raum, dass wir den nächsten Raum noch einen tiefer setzen. Weil ich keinen Bock habe, den jetzt nochmal wirklich noch einen tiefer zu setzen. Dann wird das nicht mehr so schön. Aber einmal
ganz immer schnell hier. Die Hacke ist auch gleich kaputt. Nicht sorgen. So. Windows ist kein Originalprodukt. Ja, dann wird das auch kein Originalprodukt. Denn das Originalprodukt deiner Mutter, das ist der Teufel. Also kannst du schon mal nicht deine Mutter sein. Wobei ja Windows auf alle Fälle besser ist als Linux oder als iOS. Sagt Leon auch, weil Leon hat ja einen Mac und er sagt, iOS ist totale Kacke. Kann ich ihm auch nur zustimmen, ich habe zwar keinen Mac, aber ich glaube, weil ganz viele sagen, ja, iOS ist total Kacke, iTunes ist sowieso der letzte Scheiß, der geht mir so auf den Sack, iTunes. Der. Es ist ein R. Es geht mir echt so auf den Sack, ne? Ich muss mir jetzt extra sogar eine Software runterladen, damit ich Musik auf mein Handy packen kann. Weil ich nämlich die Mediathek von meinem Computer mit meinem Handy nur synchronisieren kann, indem ich alle Musik von meinem Handy lösche. Ah ja. Auf alle Fälle lösche ich auch alles von meinem Handy runter, ne? Und ich weiß gar nicht mehr, welche Musik ich da alles drauf habe. Manche Lieder habe ich auch von Freunden bekommen. Und ich habe die selber nicht. Und deswegen müsste ich mir dann erst wieder bei YouTube raussuchen und ganze Scheiße runterladen mit dem Konverter und alles mögliche. Oder halt eben kaufen, aber ich kaufe mir ja nicht so einen Mist. Ich kaufe mir nicht so eine scheiß Musik, na shit. Aber es gibt eine richtig geile Seite, wo man richtig günstig Musiktitel bekommt. Für unter 10 Cent. Ja, müsst ihr unbedingt mal vorbeigucken. Das heißt glaube ich MP3 Million. Lohnt sich auf alle Fälle mal vorbeizuschauen. Das ist echt. Kriegt ihr echt richtig günstig Lieder. Also auch die Originallieder, ne? Also zwar nicht alles, aber das ist ganz viele Sachen, kriegt man da. Manche deutschen Titel habe ich da leider nicht gefunden, die ich gerne haben wollte. Ich weiß auch nicht mehr, welche das waren. Aber ansonsten gibt es da alles. Alles, was das Menschenherz begehrt. So, dann haben wir das auch. Seems me like a chick. Dann mache ich mal ganz kurz hier eine Truhe, um mal zu gucken, was aussieht. So. Dann brauche ich noch einmal Stufen. Die 16 Stück sollen jetzt mal ausreichen. Ganz schnell müssen wir jetzt bei einem hier. Muss ich da hinsetzen? Ja. So, dann hätte ich jetzt da eine hingesetzt. Hätte ich jetzt da drüber gemacht, aber ich glaube, das sieht nicht so geil aus, ne? Dann müssen wir das anders machen. Dann machen wir das mal so. Dann setze ich den nächsten Raum noch einen runter. Dann machen wir nämlich hier so. Ich wollte das sowieso so eigentlich machen. Eigentlich sowieso mein Plan gewesen. Mache ich da auf alle Fälle noch einen Raum dran. Da auch, und da auch. Shit. Mein nächster Raum noch in Tiefe, dann können wir dann nämlich noch dann höher gucken. Müssen wir mal gucken, wie wir es dann mit der Decke machen. Dann müssen wir dann eventuell noch eine Erdschicht draufziehen, damit man dann nicht sieht, dass darunter das hier alles ist. So, dann sieht das aber schon mal schick aus. Da könnte man den dann nämlich auch wegnehmen. Wir könnten dann das so hochzimmern. Und dann da oben einmal ran tun. Und würde dann hier nochmal so ein Ding kommen. Oh, die Truhen können wir dann hier leider hier da oben nicht öffnen, deswegen ist das ein bisschen blöd. So, aber ansonsten wäre das erstmal fertig hier. Dann will ich eigentlich das Nether-Portal nochmal anmachen. Das machen wir aber nachher in der nächsten Folge. Wenn ich nachher nochmal aufhören, weil es mir einfach so viel Spaß macht hier.
Es regnet gerade. Ich gehe mal oben hoch. Unser neues. So. Okay. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann. Bye.